Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu NHL 21, zu der Hellrider Sportsfreunde and Friends Europa Tour. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und noch ein Sieg gegen die Franzosen aus Grenoble versuchen wir heute gegen unsere Freunde aus England, gegen die Devils, einen Sieg davonzutragen. Mal schauen wir, ob uns das gelingen wird. Wir spielen heute in den Alternativ-Trikots, was ich zusammengestellt habe. Ich hoffe, Ihnen gefällt das. Weil nicht, falls was ändern wollt, Trikot oder sowas, was Design oder irgendwie andere Farben unten in die Kommentarbox rein. Na, schauen wir mal. Heute haben wir unseren Maxi im Tor. Das nächste Auswärtsspiel in Schweden. Ich hoffe, dass ich noch nein ins Tor tue. So. Putze, am Bulli. Gewinnt das Bulli auf Kruke. Kruke auf Stein. Pico auf Rock. Oh, verliert, aber kriegt schon wieder. Pico und Schuss und ein geht sie nicht aus. Aber Rock hat ihn schon, Spielmacher. Holze, auch nicht. Das passt gut. Max Hoden. Man nimmt einen Holzer, nimmt einen Rock. Genau, das so haben sie sich angesprochen. So wird es passieren. Aber so kann er sehen, dass er gecheckt wird. Oder damit gerechnet, sozusagen. Stein und Kruke. Der Maestro und der Christian. Das dynamische Duo hier auf Mais. Senfman wird das nächste dynamische Duo mit Gaucho wahrscheinlich gründen. Die zwei Cousins spielen dann zusammen, genauso als wir der Steini, der Stein und der M. Kruki. Unser Mike. Auf geht's. Zu Hause muss ein Sieg her. Und für Max war es nämlich auch gut, wenn wir einen Heimsieg einfordern. Das erste Spiel, was er wieder im Tor für die Hellrider steht. Hier sieht man in voller Pracht unser Maxi, das Adlerauge. Gaucho, Tomanzini, Senfman und auf dem Raffio geben. Super gemacht, Jungs, super gemacht. Jetzt hast du gerade noch das Ding in den Kasten bringen, Raffi. Oh, Tomanzini ist dazwischen drei gefahren, versehentlicherweise. Und macht das Tor. Der Mann von die Bozner Füchse macht es 1:0 hier zu Hause für die Hellriders.
scored by number 87, assisted by number 1, and by number 44, time of the game. Oh, Max, voller Körpereinsatz, das passt gut. Da, Peter Kruki. Da, Andi, Hofrat. Schuss aber hat keinen. Erfolg, so ist es so. So, Andi. Los, lauf, Andi. Lauf! Mach das! Macht er nicht. Der neue Mann im Team. Und die Scheibe 13,5 Sekunden zählt aber nicht das Tor. So, Badora. Auf Kruke, Kruke auf Stein, das dynamische Duo spielt gut zum Brandy. Unser Viking im Team. Unser Viking im Team, aber kurz vor Schuss stoppt's noch einmal. So, zweites Drittel. Gegen unsere Freunde aus England. Die Teufels gegen die Hellriders. Das ist doch wohl ein absolut geiles Spiel. Und dann noch in der Arena auf Hell. Ein besser Kusshaft nicht. Besser krusshaft nicht sei, Höllenreiter gegen Teufel. In der Hölle spielen sie zusammen. In einem kleinen freundschaftlichen Spiel. Und hiermit macht Rock das 2:0 für die Hellriders. Zusammenarbeit mit Max und Anstein Christian. So, da, auf geht's. Witze. Und macht das Ding. Was ist denn jetzt los? Haben wir den Willen der Engländer gebrochen? Bei mir sollten sie sich eigentlich besser präsentieren. Die Höllenreiter schlagen die Teufel. Schlagzeile in England. The Hellriders punch the Devils. In a friendship game. Oder? Keine Ahnung, so gut kann ich nicht Englisch. Aber es war ja nun möglich. Es war ja nun möglich, das aufholen, die Devils, gell? Aber zu Hause sind wir halt einfach stark. Shootout für Max wäre auch gut. Und damit macht unser Christian Stein das 4:0 gegen England in Zusammenarbeit mit dem Erik Berg und seinem dynamischen Duo-Partner an Mike Rucki. Jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Schade. Aber ich glaube, der Goalie wollte da noch mehr rein. Ah, Kumpel von Max.
deswegen haben sie die gleichen Helme. Jetzt weiß ich, wer der beste Bro vom Max ist. Der Goalie von den Devils. Jawohl, der Maxi Heppen her ist ja heute halt unser Adlerauge, gell? Senfman, auf dem Raffi, auf dem Pico. 5 Minuten, knappe 5 Minuten nur zum Spülen, meine lieben Sportsfreunde. Wert nix, wert nix. Spielt auf das, oder versucht zumindest Gerangel um die Scheibe, das Tor aber wieder. 16 von unten auf, aber verliert ihn wieder an England. Und England macht es 1:4, kurz vor Schluss des zweiten Drittels. Shootout schafft er nicht, der Max Schott. Aber den Sieg werden wir ihm garantieren im ersten Spiel, wo er hier wieder für die Hellriders auf dem Eis steht. Über den Schoner von Max gespielt. Videoanalyse wird dann auch wahrscheinlich mit dem Co-Coach gehen und der Max, damit das nächste Mal besser geht. Aber es ist ja ein Freundschaftsspiel. Deswegen versuche ich eigentlich so gut wie es geht Prügeleien zu vermeiden. Weil wir sind doch alles Sportsfreunde. 1,0 Sekunden vor Schluss. Wird nochmal abpfiffen. Und dann gehen wir ins letzte und entscheidende Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Na, soll der Freundschaftsspiel bleiben, ich will keine Schlägereien mehr auf dem Eis haben, das war meine Ansage. Wir schonen unsere Kräfte nämlich für die Fantasy League. Gefahr bei einer Prügelei am Eis ist immer, dass die Verletzungsgefahren groß sind, dass jemand vom Eis muss. Habe ich gerade beschlossen für mich selber, dass ich das hier in diesem Spiel jetzt nicht mache. Auch wenn es normalerweise der Fall wäre. Und er muss vom Eis, also hätte ich recht. Ich hoffe, dass der Holzer nicht zu lange ausfällt. Schweden wartet auf dich, mein Freund. Wir brauchen die aus Center. Goldberg. Auch nichts. Thank you.
8 Minuten nur zum Spülen. Randy, greif du. Wird aber gestoppt von den Devils. Und somit machen sie 2-4 die Devils. Ich sage, das letzte Drittel ist gefährlich. Da trennt die meisten Mannschaften nur mal auf. Die Devils wollen es nur mehr wissen, weil sie könnten es nur schaffen, gell? In 3 Minuten 2 Tore zum Schießen, wenn man unaufmerksam waren. Schaffts-Spiel. Ich weiß, dass da Frust dabei ist, dass aus England umgeflogen seid. Aber da muss man doch nicht gleich handgreiflich werden. Nicht bei einem Freundschaftsspiel. Gastor leer. Sollte es der Pandora ausnutzen. Oder soll es der Pico ausnutzen? Der Stein ausnutzen. Und der Stein macht zweites Tor in diesem Spiel am heutigen Abend. In Zusammenarbeit mit dem Pico und mit dem Mike Krucki. Da zieht er an, da zieht er an und drin ist. Ich sag's dazu, extra Tor. Für die Hellriders, extra Mond für die Devils. So, Stein. Stein macht's nicht, nein, macht's nicht. Aber er versucht einen Hattrick. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie diesen nur mehr ausgeht. Kurz vor Schluss. Da geht sie nicht mehr aus. Die Hellriders gewinnen dieses Freundschaftsspiel. Zu Hause. Drittes Spiel in Folge und der Raffi darf ins Tor. Ist beim letzten Mal der Raffi ja ins Tor gerutscht. Beim letzten Heimsieg. Kann der Bayerner in die Kommentare schreiben. Na, schauen wir mal, wie es ausschaut. 2-5 Sieg im Heimspiel. Wir haben einen Star mit 2 Assist. Wir haben einen zweiten Star mit 1 Tor, 1 Assist. Und wir haben den dritten Star wahrscheinlich danach
Jo, mit 2 Tore, 2 Assist. Hey, da wollten wir her. Na, haben wir mit 2 Toren an Stein, an ersten Platz, zweiter Platz geht an der Topstorgerlisten an Bedrock. Der dritte Platz geht an Krucke. Der Senfmann steht auf dem vierten Platz. Der Erik steht auf dem fünften Platz. Tomansini 6, Biko 7, Raffi 8, Holze 9. Und somit wäre es mit den Torschüssen und mit den Assists gewesen in dem Spiel. Es passt gut. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es bei den Hellriders in der Europa-Sportsfreunde-Tour weitergeht, nichts mehr Neues verpasst. Dann wünsche ich Ihnen nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Formen getrennt, in der Sache feind. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.